ist einfach so dunkel draußen, dass ich einfach mal schon das Licht anmachen muss jetzt hier morgens um 10. Es ist ja noch nicht mal so früh, es ist schon 10. Ach. Und weil ich heute noch unglaublich viel zu tun habe und Fitnessstudio viel zu viel Zeit kosten würde und ich seit Dienstag nicht mehr im Fitnessstudio war, mache ich jetzt hier einfach kurz so eine halbe Stunde ein kleines Workout von zu Hause aus. Ich habe ein kleines Hit- und Abs-Workout gemacht von Fitnessblender. Das ging jetzt so ungefähr eine halbe Stunde. War eigentlich mäßig anstrengend. Also in den Kursen ist es immer wesentlich heftiger. Übrigens habe ich heute tatsächlich meine Tage bekommen nach über 2 Jahren, also nach 2,5 Jahren. Und ich hatte das komplett vergessen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen meine Pille abgesetzt und deswegen da gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht und dann völlig vergessen, dass da ja dann noch was dazukommt, leider. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte drauf verzichten können. Das waren sehr, sehr schöne 2,5 Jahre, aber jetzt ist sie wieder da, die Menstruation. Und ich habe natürlich überhaupt nichts zu Hause. Aber das trifft sich ganz gut, denn ich wollte sowieso schon jetzt seit längerem, also hat ja bisher nichts genützt, weil ich es nicht gebraucht habe, aber ich habe einfach schon total viel von der Menstruationstasse gehört. Und deswegen dachte ich mir, probiere ich die jetzt einfach mal aus. Also gehe ich jetzt mal eine kaufen und gucke mir das an, weil ich da wirklich so viel Gutes drüber gehört habe. Ist viel praktischer natürlich auch und man macht nicht so viel Müll. Genau, das gucke ich mir jetzt heute mal an, was es so im Sortiment gibt. Ich bin inzwischen wieder zu Hause und guck mal, ich habe mir hier einen richtig, richtig coolen Pulli gekauft. So für zu Hause, so ein Chill-Hoodie. Ich liebe das ja total, mir so Sachen für zu Hause zu kaufen, weil ich ja recht gerne zu Hause bin. Und ich habe noch ein paar andere Sachen gekauft, also sowohl Klamotten als auch, bin ich hier verschmiert, sowohl Klamotten als auch was für die Wohnung. Mal gucken, ob ich da ein extra Haul mache oder euch das einfach so kurz zeige. Jetzt gerade habe ich keine Zeit, weil ich schneide das Video für morgen. Das geht ja wie immer sonntags um 10 Uhr online, also mein Vlog. Und jetzt ist schon 8:30 abends, deswegen muss ich das jetzt noch fix schneiden, dass es auch pünktlich online geht. Und dann ist der Tag tatsächlich auch schon wieder fast rum. Diese Zeit geht immer so schnell rum. Ist echt verrückt. Übrigens habe ich mir, ja, wie gesagt vorhin, eine Menstruationstasse gekauft. Da kriegt man hier so einen Beutel mit. Und ja, bin ganz gespannt, wie das so sein wird. Ich werde das auf jeden Fall ausgiebig testen, weil ich ja da wirklich ein kompletter Neuling bin, weil ich mich ja wirklich die letzten Jahre damit nicht befassen musste. Ja, ich bin aber sehr gespannt. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Ich bin gerade schon auf dem Sprung. Es ist gleich 10 Uhr und ich bin zum Frühstücken verabredet. Wir gehen zu Mutter Lustig. Das ist am Arsch der Welt tatsächlich. Ja, aber scheint sehr gut da zu sein. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und muss mich jetzt auch ultra beeilen. Longer.
Inzwischen haben wir es jetzt schon nach 11 Uhr und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich jetzt noch den ganzen Tag ein Video gedreht und das ist jetzt auch gleich soweit fertig geschnitten und jetzt bin ich echt doch auch ein bisschen K.O. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich noch irgendwie eine Folge von irgendeiner Serie reinziehen, ich weiß noch nicht was und dann werde ich mich auch so langsam mal Richtung Bett begeben, denn morgen beginnt wieder eine neue Arbeitswoche. Aber ich glaube, die Woche wird ganz cool. Ich habe es im Gefühl. Übrigens habe ich mich total in Köpenick verliebt. Ich war da ja gestern das allererste Mal und auch am Müggelsee. Das ist ja noch ein Stückchen weiter raus. Und also ist so schön da. Auch Köpenick, das ist wie so eine richtige Kleinstadt, total gemütlich und mit wunderschönen Häusern, habt ihr natürlich alles gesehen. Also ich bin echt fasziniert. Auch so direkt am Wasser hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein langer Tag neigt sich dem Ende zu und ja, ich war heute bis um 6:30 ungefähr arbeiten, bin danach direkt zum Sport und Einkaufen gefahren, danach und jetzt bin ich hier. Ich habe jetzt gerade auch noch das Bad so ein bisschen geputzt und mir jetzt eine Kleinigkeit zu essen gemacht. Darauf freue ich mich ja jetzt schon mega. Ich habe einen riesen Kohldampf, weil das Workout relativ anstrengend war. Und dazu werde ich jetzt noch ein bisschen GZSZ gucken. Ich schaue das ja ganz gern so nebenbei. Ich habe das mal vor 2 Jahren angefangen zu gucken, als ich so lange krank war. Und wenn man einmal angefangen hat, dann will man natürlich wissen, wie es weitergeht. Und ich finde es eigentlich, ist eine ganz nette Sendung. Ich gucke die ganz gerne. Und so das Main-Thema, das Hauptthema ist ja gerade aktuell häusliche Gewalt. Und finde ich ein wichtiges Thema. Nur gefällt mir die Botschaft nicht, die die Sendung derzeit noch rüberbringt. Ich weiß nicht, inwieweit da noch eine Wendung kommt. Ich hoffe, es kommt eine, aber derzeit sieht es so aus. Also da ist ein Familienvater und der schlägt seine Frau schon seit Jahren. Immer mal wieder hat er so Ausraster, so Ausbrüche. Die gemeinsame Tochter ist deswegen schon gegangen und hat den Kontakt abgebrochen. Jetzt haben die noch einen jüngeren Sohn, der noch zur Schule geht und der mittlerweile seinen Vater auch überhaupt nicht mehr ertragen kann und ihn nicht mehr mag, weil es eben mit der Mutter häufiger passiert, dass er eben einfach halt handgreiflich wird. Und sie lässt sich halt so jahrelang von ihm einfach schlagen und jetzt kriegt er quasi die Chance, eine Therapie zu machen, dass er nochmal die Kurve kriegt. Und ich finde, das ist die falsche Botschaft. Ich meine, Therapie, ja, aber eine zweite, dritte, vierte Chance für sowas, absolut nicht. Also richtig wäre es einfach, wenn die Macher der Serie dafür sorgen würden, dass die sich dann eben trennen. Deswegen, also das nervt mich gerade so ein bisschen. Das finde ich irgendwie doof. Es gefällt mir nicht. Es stellt die Frau halt so als schwächeres Geschlecht ganz einfach dar und finde ich irgendwie blöd. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Macher da noch die Kurve kriegen und sich da alles eben zum Guten wendet und sie sich einfach trennt und er geht oder so. Ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall gucken und dabei essen. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Es ist jetzt halt auch schon wieder 10 Uhr. Ich komme jetzt gerade vom Mittagessen wieder und es ist wirklich so ein krass schönes Wetter, Leute. Es ist schweinekalt, also ich glaube so 1 oder 2 Grad, aber die Sonne scheint wirklich so, so krass und ja, wie ihr seht, ist eigentlich ein gutes Wetter, um heute auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Der ist jetzt nämlich schon in Berlin und deswegen gehe ich heute Abend auf den Weihnachtsmarkt und ich freue mich schon, denn es wird wieder ganz viel Glühwein geben. Ganz viel natürlich nicht, weil ich muss morgen arbeiten, aber es wird Glühwein geben und Wurst und Crêpe und ich liebe ja Weihnachtsmarkt so sehr.
breaking all the Irgendwie seht ihr mich tatsächlich sehr oft in dieser Woche mit diesem gelben Pulli, aber der ist halt auch einfach so auffällig und ich habe den ja auch nicht den ganzen Tag an, sondern wirklich immer nur zwischen dem nach Hause kommen und dem zu Bett gehen, deswegen alles gut. Der ist einfach so bequem. Ich werde mich jetzt hier noch einkuscheln. Ich hatte wieder einen langen Arbeitstag und war danach noch beim Sport. Ja, deswegen habe ich da jetzt heute mal die Kamera auch einfach ausgelassen, weil es ist ja im Prinzip einfach auch immer dasselbe. Und ja, wie gesagt, jetzt komme ich gerade vom Sport, war noch ein bisschen einkaufen und habe mich auch schon geduscht und habe mir eigentlich jetzt auch hier nur noch von Rewe so ein Salätchen mitgenommen, den ich jetzt noch essen werde. Mit ein bisschen Knäckebrot und hier ist mein Duftkerzchen schon an, das ich wirklich super, super gerne mag von H&M Home. Es riecht so gut und ja, so werde ich jetzt den Abend ausklingen lassen. Wir haben heute den 1. Dezember, das heißt, ich darf ja hier ein Türchen öffnen. Die Schokolade hebe ich mir, glaube ich, für heute Abend auf, aber das hier kann ich ja schon mal aufmachen, da kann ich ja jetzt schon mal reingucken. Und das hier ist die 7, dann ist das hier die 1. Oh, ich glaube, das ist etwas, das ich gerade sehr gut gebrauchen kann, jetzt wo es so kalt ist. Und zwar ist es eine Lip Butter und das Ding kommt wirklich wie gerufen. Ich habe gerade so, so trockene Lippen von diesen kalten Temperaturen. Perfekt. Hallo Freunde, ich habe jetzt Feierabend und ich dachte, ich zeige mich jetzt heute auch nochmal. Ich bin wirklich die letzten Tage auch immer, eigentlich wie immer, all black gewesen. Deswegen habe ich jetzt immer so meine Outfits nicht wirklich gezeigt. Aber das würde ich gerne wieder so ein bisschen einführen. Aber heute war einfach super, super, nee, nicht heute, sondern die ganze Woche eigentlich super langweilig outfit-technisch. Da wollte ich es eigentlich eher ein bisschen komfortabel haben. Nächste Woche wird wahrscheinlich auch noch so. Da wird es dann auch nochmal stressig, weil wir vor Weihnachten halt wirklich super, super viele Projekte bekommen haben, was natürlich super ist, aber halt auch super stressig. Deswegen gebe ich mir hier immer ein bisschen weniger Mühe. Und ich muss auch nochmal sagen, dass es wirklich die beste, beste Entscheidung war, meine Haare so kurz zu schneiden. Mir gefällt es wirklich so gut. Mir gefällt es eigentlich von Tag zu Tag immer mehr. Und jetzt mache ich mir was zu essen.